Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir haben ja jetzt den Talos hier um die Ecke. Eigentlich könnten wir mal mit ihm kämpfen. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt erstmal kurz speichere und dass wir es Du dann... willst dich wohl kurz hier ausruhen, was? Oh, ja, genau. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal eben speichere und dass wir uns dann mit dem Talos mal anlegen. Ob wir es überleben, weiß ich nicht, aber ich hoffe es natürlich trotzdem. So, dann werden wir es jetzt aufmachen und versuchen, den Talos zu erwischen. Wenn das nicht klappen sollte, haben wir halt Pech gehabt. Steht da so schön gemütlich. Oh, sehr gepanzert, scheiße. Komm schon, zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Ja, block bloß nicht. Okay. Okay, wir sind kurz vorm Verrecken. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir jetzt hier gerade erstmal ins Wasser gegangen sind. Boah. So, jetzt können wir jetzt erstmal wieder was auffüllen. Die Frage ist jetzt nur, ob er sich jetzt auch aufgefüllt hat, weil das wäre nämlich jetzt wirklich scheiße. Kommt der jetzt hier runter? Ja, geh raus, Mann. Achso, ich habe ja keine Pfeile mehr. Scheiße. Konnte ich nicht irgendwie welche machen? Moment. Inventar. Pfeile herstellen. Okay. So, automatische Herstellung habe ich auch eingestellt. Bleibst du mal stehen? Nochmal lass ich dich nicht schießen. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Yes. Wir haben einen Söldner getötet. Ich bin stolz auf mich. Quest abgeschlossen, der Kampf mit Talos. Jetzt habe ich wirklich so ein kleines Hochgefühl. Bin ich jetzt ganz ehrlich? seine Leiche liegt da noch im Wasser. Ich weiß nicht, aber ich kenne die wahrscheinlich jetzt nicht. Plündern, oder? Mal schauen. Guten Tag, kann ich dich plündern? Ah, doch. Ah, eine Arena-Einladung. Aha. Sehr schön.
Es bringt also doch auch was, wenn man mit denen kämpft. Das ist ja mal geil. So, Ikarus. Dann schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendetwas? Weil wir müssen eigentlich noch einen Schatz plündern. Ich glaube. Nein. Ich wollte eigentlich scannen. Mal eben schauen. Haben wir hier keine Quest mehr? Moment. Haben wir jetzt alle Schätze? Das ist der Ausblick. Nee, wir müssen noch zwei. Oder bin ich zu weit weg? Das kann natürlich auch sein. Wir müssen noch zwei Schätze plündern. Oh, da hinten kommt einer. Wieso habe ich den gerade beim Scannen nicht gesehen? Wo ist der jetzt hin? Hallo? Ach da. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Ich hab gesehen, wo das herkam. Ne, Mist. So weit weg. Ernsthaft? Ach, Mann. So, habe ich den jetzt durchsucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Ach, Mann, wieso drücke ich da mal kurz drauf? So, trotzdem muss ich schauen, dass ich hier irgendwo noch einen Schatz finde. Und ich befürchte auch irgendwie, dass da drin doch noch mehr Leute sind, als mir hier weiß gemacht wird. Langsam hört es aber auch auf. Also Ikarus, ich will doch nur scannen. Oh, hier liegt noch was. Nein, 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 aufheben will ich dich nicht. Nein, nein. So kann ich mich ducken. Ach, gucke mal, das wusste ich noch gar nicht. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob ich jetzt hier... was zu befürchten hätte. Du kannst mich mal... So, einen Schatz haben wir schon mal. Sehr schön. Aber wo ist jetzt der zweite? Hier unten ist es so dunkel. Ich befürchte, dass man da eher stirbt, wenn man da durchläuft. Hallo? Ah, die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welche? Welchen Unterschied machen? Sie alle, alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Uh-oh. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt! Das habe ich nicht! Aber du bist so fett! Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge! Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Oh. Hol's dir! Das ist doch nicht Ihr Ernst jetzt, oder? Nein, ich will mich jetzt im Kampf nicht stellen. Hallo? Der ist doch viel zu schwer. Oh. Eieiei. Was hat die mir jetzt schon wieder angetan?
Ich möchte gerne schnell speichern, hallo? Doch, ich kann fliehen und dann von der anderen Seite aus euch viel besser angreifen. Ich will euch ja nach und nach erledigen. Ich will ja jetzt nicht Zyklopenfutter werden. So, Moment. Da hinten sind die, okay. Das ist aber auch zu weit weg. Mist. Ne, okay, das ist zu weit weg. So. Die gehen da hoch. Das heißt, ich werde auf jeden Fall erstmal woanders hingehen. Weil ich möchte da keinen offenen Kampf machen, wenn ich ehrlich bin. Das sind Level 6er. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hat. Also ich hätte schon gerne zumindest einen von den Handlanger da von ihm weniger. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ja, ja, das hast du dir selber zuzuschreiben, Cassandra. Was ist der dahinter? Kann ich da keinen von treffen? Aber wir sind, glaube ich, alle zu weit weg, ne? Sind da oben schon wieder Wölfe? Also ich gehe mal langsam, aber sicher auf den Sack hier mit den Wölfen. Gehen jetzt überhaupt, wo ist denn der dritte jetzt hier im Bunde? Ein Busch, gib mir einen Busch. Das ist ein Baum. Der hilft mir nicht viel. Er ist jetzt alleine hochgekommen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr, oder was wird das hier? Ich hätte doch das nehmen sollen, wo ich mich mit heile. Ich hab's gewusst.
Bruno, greif den bloß nicht an. Der Zyklop ist doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Du bist ernsthaft der Zyklop? Bist du? Naja. So. Bevor uns jetzt hier einer erwischt, wir schauen mal eben in unser Inventar. Panzerung. Ui. Eine schicke Panzerung haben wir hier. Nein, halt, stopp, da war noch was. Bogen. Plus 4%. Ah, was ist das denn jetzt? 52. Attentat oder Jägerschaden. Ja, dann nehmen wir doch direkt den. Haben wir echt noch Stufe 1 da drin gehabt? Oh Gott. Und das hier. Da haben wir jetzt aktuell die 58. Achso, hier eine Keule. 58 plus 4% Attenschaden. Oder sehr viel mehr an Kriegerschaden. Hm. Ja, das ist die Frage, ne? Gravurenleiste, da kann ich nichts mit anfangen. Das Problem ist... Schnell zuweisen und wechseln, okay. Das Problem ist, dass wir ja den zweiten, also den Speer, nicht tauschen können, so wie ich das hier sehe. Stäbe. Das heißt, wollen wir jetzt Kriegerschaden haben oder wollen wir Attentatschaden haben? Ach, Kriegerschaden, dann hat man den Speer nicht mehr dabei. Der ist aber wohl auch sehr schwer, ne? So wie das aussieht. Also normalerweise würde ich sagen, mit den Dolchen können wir eigentlich recht gut zurecht. Wir lassen jetzt erstmal die Dolche. Und dann gucken wir jetzt noch, wo diese zwei Trottel da hingegangen sind. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Oh, nicht mehr. So. Ja. Ja, du kommst hoch, okay. Kommt der jetzt noch hier hoch oder nicht? Ja, Feilhagel würde ich es jetzt nicht nennen, aber... Komm, komm. Das war ein Fehler. Also für dich, nicht für mich. Talisman der Artemis. Ah, okay. Hört sich gut an. So, dann haben wir jetzt noch irgendetwas da unten, was wir jetzt noch machen sollen. Oh, hier ist nur einer. Entschuldigung, ich habe dich fast nicht gesehen. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Bei Zeus, diese kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Muss ich dich denn noch beschützen? Sie scheinen dich zu fürchten. Ja, irgendwie schon.
Ich begleite den Typen dann mal hier raus. Ist ja eh keiner mehr da, aber... Irgendwie kann sie auch nicht mehr so gut laufen, seitdem sie die schweren Sachen anhat, habe ich so das Gefühl. Wo will der denn hin? Hallo? Willst du dich ins Meer stürzen? Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ganz Kefalenia hat deine Gebete gehört. Ich war nur rein zufällig am nächsten dran. Und du kämpfst rein zufällig wie Achilleus, während Zeus Adler um deinen Kopf kreist? Tja. Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Ja, würde ich gerne machen. Wo ist er denn jetzt hin? Hat er sich wegteleportiert? Hallo? Der Kerl ist weg. So eine Sauerei. Okay, ich würde dem jetzt gerne nachkommen und ihn zu seinem Schiff begleiten. Allerdings, ich denke mal, das ist... Ach nee, Moment, er hat ja nicht gesagt, das ist das Schiff. Er hat ja gesagt, das ist ja hinten im Ort. Da gehen wir auch nachher hin, aber wir haben ja hier immer noch die Mission, die uns gerade nicht mehr angezeigt wird, dass wir noch einen Schatz plündern müssen. Den werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch suchen. Und wenn wir das gemacht haben und ich hier gerade mal so ein schönes Bildchen gemacht habe, weil ich brauche ja immer ein schönes Thumbnail, was dann zu dem passt, was ich da gerade erledigt habe. Ne? Außerdem, die Klamotten an sich finde ich auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also zumindest mit diesem, ja, ich sag mal, etwas römischen Stil irgendwo. Mit diesen rötlichen. Allerdings muss ich sagen, ich fand vorher das Röckchen sehr viel schöner. Also das war so mehr Amazonenmäßig. Das ist so irgendwie, finde ich. Aber okay. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen näher ran, damit ich die... Da, einen Schatz müssen wir nämlich noch plündern. Genau, das ist das, was ich meinte. Das werden wir auch versuchen. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Ja, das... Ach ja, das werden wir versuchen, wenn ich nicht schon wieder die falsche Taste drücke, heißt das. Ich werde mich hier noch ein wenig umschauen. Und wenn... Ah, da ist eine Höhle. Das ist uns eben die ganze Zeit angezeigt worden. Okay. Oder ist da eine Tafel drin? Okay. Ich glaube, das ist das, was man von oben sehen konnte. Wo man reinspringen konnte. Kann das sein? Ey, jetzt hört es aber wirklich auf hier. So langsam, aber sicher. Oh, da unten ist sogar was. Eber. Oh, okay. War ja nicht gerade noch was? Haben wir es alles? Okay. Ja, wenn es das jetzt war... Das ist allerdings nicht der Schatz, den wir gesucht haben. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall auch noch suchen. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay.
Und wir müssen dringend nochmal Holz suchen für neue Pfeile, habe ich gesehen. Weil ich habe es jetzt so eingestellt, dass wir das Ganze automatisch machen. Also die neuen Pfeile. Aber ich habe nur die Hälfte ungefähr gemacht. Kann man hier irgendwo reingehen? Muss doch irgendwo was sein, um Schatz zu finden. Ja, komm, hoch mit dir. Kleine Müdigkeit vorschützen. Vortäuschen, nicht vorschützen. Ah, das sieht gut aus. Yes, da ist der letzte Schatz, den wir gesucht haben. Und damit haben wir die Kleptos-Bucht auch abgeschlossen. Yay. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder zurückgehen und können uns dann... da war noch was. Da hinten ist auch noch was. Du bist schon wieder hier drin. Ja, ich habe dir schon dreimal geholfen. Warum bist du denn... Hat die mich jetzt gerade beleidigt oder was? Ich habe dir schon dreimal geholfen. Jedes Mal wird die blöde Kuh hier wieder gefangen genommen. Also... Clever ist das nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. So, dann gucken wir jetzt mal eben schnell auf die Karte. Und zwar den Ausguck haben wir. Das haben wir. Haben wir von dem jetzt keine Quest bekommen? Er hat doch gesagt, dass er sein Bötchen irgendwo vor Ort hat. Ja, das mit dem Hai müssen wir noch machen. Okay. Da empfohlene Stufe 6. Ja, toll. Ich befürchte, dass das nicht so einfach wird, wie ich gehofft hatte. Nicht gedacht, aber gehofft. So, er hatte gesagt, er hat hier ein Bötchen vor Anker liegen, ne? In Sami. Kann das sein? Ich meine, er hat gesagt, in Sami. Das heißt, dass wir uns aber das nächste Mal jetzt erstmal aufmachen und dahin gehen, zu dieser Sache mit der Haibucht. Das machen wir in der nächsten Folge. Ach, ich gucke noch automatisch nach dem Kopfgeldjäger, aber den haben wir erledigt. Ja, genau. Okay, also wir werden das nächste Mal erstmal die Sache mit der Haibucht machen und dann werden wir mal gucken, ob wir den Typen finden. Ich meine, er hat gesagt, dass er sein Schiff in Sami liegen hatte, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber das werden wir dann auf jeden Fall noch herausfinden. Bis dann würde ich jetzt mal einfach sagen, ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.